Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Wir werden heute das große Deorbiting vornehmen. Leider, muss man ja sagen, leider, leider. Unser Raumschiff funktioniert nicht wie geplant. Es hat Probleme mit Connecting Living Spaces. Wir haben den Anbau von den RCS-Tanks, Thrustern ist problematisch. Es sind halt viele Sachen, die jetzt nicht funktionierend sind. Was bedeutet, ich nehme diese Videos quasi am Wochenende davor auf, also vor der Woche. Und in der Woche selber tue ich das Ganze nochmal durchspielen. Ihr werdet das nicht sehen, beim nächsten Mal haben wir ein fertiges Raumschiff to go to the Mars and back. Hoffentlich, ich werde vielleicht nochmal sogar komplett neu designen einen Abend lang. Ich weiß es nicht, aber irgendwie müssen wir das schaffen, ich will es hinkriegen. Das hier wäre auch eine Idee gewesen, die Astrogation-Modul. Aber wie gesagt, das ist dann wieder so groß und passt nicht zum ganzen anderen zusammen. Ah ja, das war das eine Modul, was ich hochgesteckt habe. Die habe ich dann immer auf was anderes gesteckt, auf eine Rakete und fertig aus. So, wo ist denn, was ich hier lernen wollte? Alpha Centauri. Was ich mit euch heute mal mehr anschauen wollte, du musst doch irgendwo rein theoretisch Connecting Living Spaces sagen können, kann ich von hier nach hier? Muss es doch einen Weg geben, oder? Einfach, weil es bringt sich ja nichts, wenn ich was baue und am Ende heißt es, nö, du kommst doch nicht hin. Das ist nicht kompatibel damit. So. Hier sagt er mir, was sagt er mir hier? Lebensraum aktiviert, TV läuft, TV aktiviert. Du musst doch hier irgendwo bestimmt, was sind denn hier für, nee. All Input, Outlook, Klick, Maus. Das ist Transfer Window, das ist Alarm Clock, Robotic, Connecting Living Spaces. So. Aha. Aber warum kommst du nicht, oder wie, was heißt denn das jetzt hier? Aktualisieren, Inflatable. Optionen. Uneingeschränkte optionale passierende Module. What the fuck ist jetzt passiert? Optionale passierbare Module aktivieren. Weil das ist doch auch passierbar. Also das ist ja sogar ein Crew-Modul. Hier passen 3 Leute rein. Wenn die mir jetzt sagen, es geht doch, ich muss nur da Knöpfe drücken, dann bin ich pisst. Dann hätte ich mich die ganze Zeit nicht so aufregen müssen. Aber ich habe bis jetzt eh noch kein... Nein, ich habe das eben... Ich hätte das Monopropellant vielleicht tanken sollen. Nee, aber ich muss es wahrscheinlich eh neu machen, also... Was ich auf jeden Fall gerne machen würde, verstehen, warum ich jetzt da nicht hinkomme, aber dort schon oder wie oder was oder hä? Okay, also das ist, man kann herausfinden, wie weit man kommt. Und die scheinen irgendwie, keine Ahnung. Liegt es Classic, weil irgendwie die Adapter nicht passen oder? Hä? Na okay, verlassen. Darum geht's nicht, wir haben heute Lay Action. Was fett, wir haben noch nie gleich sowas Fettes abstützen lassen. Bin auch gespannt, ob der Tank, weil wir lassen ja auch den Tank abstürzen, mit dem Labor und allem, wie der verbrennt. Das ist ja immerhin, keine Ahnung, einer der, einfach ein brutaler Tank, der im Orbit schwebt. Was passiert, wenn der Richtung Erde fliegt? Weil es gibt ja auch die Vermutung, weil man ja mal, oder gab es mal die Diskussion darüber, dass man wahrscheinlich die ISS ja auch mal wieder abstürzen lassen muss oder runterholen muss, weil die veraltet und bla bla bla, dass die dann nicht komplett verbrennen würde, wenn die durch die Atmosphäre geht, bedeutet, die stürzt ab, die knallt auf den Boden. Passiert das bei uns heute auch? Das ist jetzt so eine Frage, die ich mir so ein bisschen stelle und die werden es auch herausfinden werden. Denn die Raketen steuerten sich nicht selber. Wir werden jetzt das eine Modul abdocken, abschieben oder abschicken, abdescenden sozusagen.
in Abstand bringen. Und dann ready machen. So, wo ist Alpha Centauri? Alpha Centauri, are you ready to crash down the limits of the world? Meine Vögel sind auch wieder sehr gut drauf im Hintergrund. Bei denen wächst jetzt gerade die Wiese und ich bin hier mitten beim Steuerungsbau. Ich weiß nicht, ob man. Kann ich das so weit anheben? Ich weiß es nicht. Ich habe hier, das sieht man glaube ich nicht. Nee, sieht man nicht. Ich habe hier einen meiner Joysticks liegen, die an mein Arduino angeschlossen sind. Weil ich aktuell versuche, da die Steuerung zu lernen, wie was übertragen wird, damit ich das zum fertigen Joystick machen kann. Nächste Woche sollte dann hoffentlich mein 3D-Drucker kommen und dann wird das Ganze assembled. Und dann können wir mit Controller spielen. Ich freue mich schon so klack, klack, klack. Da muss ich mich so ein bisschen weiter hintersetzen rein, theoretisch. So hier und dann zack, zack, zack. Und dann steuerst du vielleicht, Rover-Steuerung wäre auch bestimmt geil, wenn du sagen kannst, okay, links und rechts wird einzeln gesteuert von den Joysticks und dann kannst du, hier riecht es nach Essen. Ich habe Essen gerochen. Essen. Lecker. Hunger. So, okay, als erstes müssen wir natürlich euch hier abdocken. Entfernt euch, Station, ready, abdocken und ade. Schild schließen. Und ja, die haben seitlich extra RCS-Tanks dran. Don't ask me, warum ich das so designt habe, es war lustig. So, das Teil darf sich jetzt ausrichten. Und kriegt gleich mal... Alter, sobald der Schub an ist, ist das Ding hier auf 180 mit der Drehgeschwindigkeit. Holy shit. Und tschüss. Das ganze Methan, was ich hochgeflogen habe, einfach umsonst. Alter, das Ding kümmert sich halt so um nichts, macht einfach so einen Vollschub. Alan, es tut mir leid. Ich glaube, du weißt noch nicht von deinem Schicksal, aber du wirst jetzt gleich mit mehreren tausend Grad ausgesetzt werden. Und wenn das nicht, dann knallst du auf dem Boden tot auf. Es tut mir leid. Ich würde auch wahrscheinlich mein nächstes wirkliche Hauptraumschiffe bisschen schlanker designen. Diese rausstehenden Teile schauen zwar cool aus auf eine gewisse Weise, aber ich weiß nicht, ob diese Option praktisch sind so. Also klar, du kannst hier gut, das sind gute Andockpunkte, vor allem weil die von der Höhe her weit weg sind von den Solarmodulen auch, die hinten dran sind. Also die Grundstruktur finde ich gar nicht doof eigentlich. Aber keine Ahnung, irgendwas passt mir nicht so ganz. Ist es der Living Space, der vorne dran ist? Das allgemeine, keine Ahnung, irgendwie, irgendwas ist so, weißt schon, das zieht so im Körper so drin, so, da passt was nicht. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht, ob ich jetzt einfach wieder Hallos hab, aber, ja. That's my feeling, I feel a little bit sorry. Gott, ey, wie bescheuert kann man eigentlich im Leben sein? So. Wir cutten das Ganze mal. Wir haben nur 20. Und jetzt einfach runter. Alter. Bye bye, my lover. Bye bye, my friend. Richte dich wieder aus und es funktioniert meistens gut mit Vollschub. Also die ganzen Solarmodule werden irgendwie so pff, auf Wiedersehen, tschüss und so machen. Aber der Rest, ich bin gespannt. Wir sinken in die Atmosphäre mit 1800 ms. Das ist eh schon verdammt flott. Also ich auch zum Beispiel hier nicht sagen, sind so, was man auch hätte machen können, zum Beispiel so zum Mitnehmen, kleine Satelliten. Die man einfach, oh, es geht los, Leute. Alter, schaut euch das an. Gegenschub einläuten. Ich weiß nicht, was passiert. Ich sehe nichts. Oh, und tschüss, da sind die. Alter, das zu landen, wenn du es landen könntest. Wir hätten eine fertige Stadt auf jedem Planeten stehen.
Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Wie viel haben wir denn? Oh, jetzt geht's los. Jetzt hat's die andere gleich. Was zerfällt denn jetzt da gerade? Die Triebwerke sind noch ganz. Was explodiert denn? Alter, immer noch 3000. Alter, wir sind doch voll der Block. Warum bremsen wir nicht? Achtung, Asteroid, komm da hoch. Oh, jetzt geht die Geschwindigkeit auch höllisch runter. Wir versuchen, das Ding zu landen, eiskalt. Vielleicht können wir den Körbel sogar retten. Ich weiß es nicht, aber es wäre cool. Wir haben sicher keine 2000 Meter mehr. Das ist weniger, das ist weniger, das ist weniger. 600, nee, das wird nicht funktionieren. Das funktioniert nicht. Und? Was passiert? Es hängt! Es hängt! Ich sehe, wie so 2 Zentimeter über dem Boden. Oh! Oh! So sind wir aufgeknallt! Autschi! Hat wer überlebt? Also ich glaube, was ist denn das für eine Schnur gewesen? Guck mal, da ist eine Schnur. Alter, der Tank. Jetzt lenkt sie da. Ich will das lenken. Oh, guck mal, die Teile haben überlebt, was? Ja, da ist keiner mehr. Der ist tot. Oh, scheiße. Okay, Ups. Oder so. Ich weiß nicht, was meine Vögel machen, aber sie machen irgendwas. Wie viel ist eigentlich gerade? 14,54. Auch nicht schlecht. Nicht schlecht zu wissen, Alter. Wie ist einfach so 12 Minuten so, nope, ich zeig dir das nicht. Das ist zu hart für mich. Ich freue mich echt schon so auf Kerbal Space Program 2. Wenn hoffentlich die Performance um einiges besser ist, weil die Performance ist einfach Schrott. Weißt du, ich nutze eh gleich die 64-Bit-Version. Also, warum? Guter Prozessor, gute Grafikkarte, genügend RAM. Nimm es. Tu was damit und die nutzt dir auch die komplette Grafikkarte. Unbenanntes Raumfahrzeug. Ja genau, das ist das, die Station da. Wir nutzen jetzt Laborraum 1 hier. Und werden die noch descenten. Das wird eh interessant. Ich hoffe, ich habe die so gebaut, dass sie auch ohne Monopropellant zurechtkommen. Ich war in letzter Zeit sehr ein großer Freund von RCS-Tanks. Und habe viele Raketen. Also die haben wir eh zusammen hochgeschossen, glaube ich, oder? Die meisten auf jeden Fall. Habe ich da wie erst mit RCS gebaut? Gott, ich vergesse, was für Raketen ich baue. Oh, uncool. Also, was ich gerne hätte, wäre so ein Argon-Raumschiff. Richtig geil mit Argonantrieb. Das einfach nur Satelliten von A nach B schickt. Was man natürlich auch machen kann, ist mal ein kleines Raumschiff designen. Ein kleiner Roboter oder sowas mit genug Satellitenkraft und alles. Und mit dem mal ausprobieren, wie man sozusagen die Gravitation von Planeten ausnutzt. So, also soweit ich weiß, sind hier tonnenweise Leute drin. 4. Hier ist keiner drin. Doch, einer. Oder da können 2 rüber. Hier können wie viel rüber? Auch 2, okay. Bedeutet, oh, wie viel sind hier drin? Keiner. Hier? Auch keiner. Gut. Ich glaube, wir brauchen einen Remote-Kopf, kann das sein? Aber wir können es ja deorbiten mit einem und dann sozusagen, ja. Sagen wir, die Techniker müssen jetzt erstmal EVA'en. Natürlich muss es auf der dunklen Seite. Oh, fuck.
Okay, wir haben keinen Moment Propellant mehr. Dann wird es einfach eine Suizidmission, wo nur die... Ja, das wird eine totale Suizidmission. Viel Glück und viel Luck für die Leute, die jetzt an dem Board sind. Wir schalten jetzt alle Triebwerke aus, die nicht benötigt werden. Wir müssen auch irgendwann mal bei unserer Station wieder vorbei sein. Also die ist seit langem sehr, sehr ruhig. Also ich habe seit langem nicht mehr gehört. Wir verstrahlen. Die sind so ruhig, das ist voll ungewohnt. Oh fuck. Ja. Das könnte jetzt witzig werden, wenn ich immer nur einmal pro Tag Schub geben kann, ein bisschen. Das ist jetzt uncool. Das ist mega uncool. Okay, wir machen einen Versuch. Warum bin ich jetzt bei dem drin? Ah, ich vom falschen Punkt aus gesteuert, oder was? What the fuck? Okay. Alter, das ist jetzt... Nicht funny. Jetzt, ja, das war, weil ich einfach von der falschen Punkt aus gesteuert habe. So schaut's aus. Hier vorspulen. Die andere, das Ding, das tue ich auch noch, die Orbiten dann. Alter, das war ein neuer Ära-Beginn und es geht total schief einfach, weißt du, das ist so typisch. So, wir drehen uns jetzt. Und ich mache jetzt von hier Steuern. Also, manövrierfähig ist das Teil. Das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Ja, das ist wurscht, wenn das Teil da oben jetzt die... Nein, ey! Es ist uncontrollable! Also ich muss nachher schnell reagieren und das Teil dekappeln. Hat das Teil überhaupt Fallschirme? Oh oh. Okay, die sind so oder so doomed. Nee, ich habe nicht mit dir geredet. Die sind doomed, habe ich gesagt. Oder so dumm. What the fuck, was tut der Google wieder herausfinden?
Also, lieber Körbel, ich hab gedacht, du überlebst. Du tust es nicht. Alter, Todesstern tritt wieder ein, Junge. Warum sind echt die Solarpaneele noch nicht abgebrannt? Da muss doch so ein Druck auf den. Jetzt sind sie weg. Alter, Antenne durch Antenne. Aerodynamische Kräfte zerstört. Also ich mag nicht wissen, wie die unten sich da fühlen. Oh fuck. Berg voraus. Abdocken. Alter, wie viel Bremskraft hatte der denn jetzt auf einmal? Hä? Wo kommen denn jetzt die Fallschirme her? Die haben ja echt Fallschirme. Wo hat er denn die jetzt her? Ich hatte ja null Plan, dass die existieren. Wo fliegt das Teil denn jetzt hin? Sieht man das irgendwo noch da oben? Ich glaube, das da oben ist die Kapsel. Adieu, schnöde Welt. Alter, das fliegt halt immer noch mit 200 ms. Was ist denn das da oben eigentlich? Das ist so ein fetter Strich. Ich versuche gerade wieder den Fallschirm zu finden, aber ich finde ihn nicht, ehrlich gesagt. Ich würde gerne wieder zurückwechseln. Da fliegt es. Ich glaube, das ist es. Ja, das ist es. Da vorne. Seht ihr das? Gleich macht's bumm. Und? Wo ist es denn? Da, da fliegt's. Da ist der Schatten. Seht ihr es? Da, da, da. Und? Bam. Putz! Bist du... Bremsen! Das war ein tapferer Körbel. Ich hab echt... Wo kommen die Fallschirme her? Jetzt mal ohne Scheiß. Ah, da sind welche verbaut. Null Plan gehabt, dass die da sind. Null Plan. Aber wir haben, glaube ich, beim... Abdocken von dem riesigen Schiff... das komplette Monopropellant rüber transferiert. Das war dumm. So, wir spulen jetzt ein bisschen vor, weil ich will jetzt auch nicht 3 Jahre warten, bis auf eine Landung da ist. Gelandet, ihr werdet zurückgeholt, Leute. Und ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir hoffentlich dann ein dementsprechendes Raumschiff für interplanetare Reisen haben und dann unsere ersten Ziele setzen können. Ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, welche das sein sollten oder was ihr gerne cool finden würdet, wo wir endlich mal hinreisen können. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.